Nach meinem Video zu LEGO Star Wars 2DS habt ihr mir ungefähr 100 Mal in die Kommentare geschrieben, dass ich mir unbedingt auch mal die komplette Saga anschauen soll. Und weil ich das bei den Star Wars Filmen auch schon sehr gerne mache, habe ich mich gefragt, warum nicht auch bei den Spielen? Ich habe also keine Kosten und Mühen gescheut und mir kurzerhand dieses Spiel hier zugelegt, denn ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich dieses Spiel selber als Kind nie besessen habe. Ich kann mich daran erinnern, dass damals ein Freund von mir das Spiel zu Hause bei sich hatte und ich da auch ein paar Mal angezockt habe, aber ehrlich gesagt, so wirklich warm bin ich damit nicht geworden. Das lag einfach an meiner wählerischen Art als Kind. Ich hatte nämlich die Eigenschaft, dass ich neue und andersartige Dinge erstmal prinzipiell sehr skeptisch beäugt habe und es wirklich eine ganze Weile gebraucht hat, bis ich mich an irgendwelche neuen Dinge gewöhnt habe. Und das war bei Filmen so, bei Serien so und eben auch bei Videospielen. Und weil ich halt schon hunderte Stunden mit diesem Game hier verbracht hatte, ist ja klar, dass mich dann ein Spiel dieser Art, was aber nicht genau gleich ist, irgendwie nicht ganz abholen konnte. Glücklicherweise bin ich mittlerweile nicht mehr so kompliziert wie damals als Kind. Und weil eben so viele von euch geschrieben haben, ey, guck dir mal die komplette Saga an, würde ich sagen, machen wir das heute auch mal. Das Video hier soll kein Vergleich zwischen den beiden Spielen sein, aber ich würde euch empfehlen, dass ihr vielleicht mein Video zum zweiten Teil zuerst schaut. Ich denke mal, die meisten von euch werden das schon gemacht haben. Falls nicht, habe ich es in der Videobeschreibung verlinkt, weil ab und zu werde ich mich auf so ein paar Insider und Witze daraus beziehen, damit ihr einfach versteht, worum es hier geht. Achso, und ganz wichtig, wir sprechen an dieser Stelle ganz spezifisch über die Nintendo DS-Version. Es gibt dieses Spiel nämlich auch noch für die Wii, für die PlayStation 3, die Xbox 360, den PC, den Mac und sogar iOS und Android. Und falls wir uns noch ein paar andere Versionen dieses Spiels angucken sollen, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich wäre dafür offen. Aber gut, fangen wir doch jetzt mal endlich an. Und um die Pointe des Videos direkt vorwegzunehmen, dieses Spiel hier ist auf jeder Ebene, in jeder Hinsicht, die es geben kann, tausendmal besser als LEGO Star Wars 2DS, ohne jede Frage. Ich weiß, dass dieses Spiel einen ziemlichen Kult um sich hat und bis heute viele auch aus Nostalgiegründen immer wieder darauf verweisen. Als Anfang des Jahres zum Beispiel die Skywalker-Saga rauskam, habe ich bei vielen gesehen, dass sie es automatisch mit diesem Spiel verglichen haben. Und ich wollte natürlich auch irgendwie herausfinden, ob dem Spiel der Zahn der Zeit zu sehr angenagt hat oder ob man es immer noch ganz gut zocken kann. Der erste Eindruck ist schon mal top. Ich meine, man kann den Text auf dem Ladebildschirm komplett lesen. Wow. Nee, aber mal ernsthaft, in diesem Spiel steckt merkbar mehr Arbeit und Mühe, was nicht bedeutet, dass es frei von Fehlern wäre. Ich weiß, dass für viele von euch die komplette Saga sozusagen die Krönung der Nostalgie darstellt, aber ich kann da nicht anders. Ich muss auch ein paar Kritikpunkte nennen bei diesem Spiel. Deswegen nehmt es mir nicht übel, aber naja, das kann ich nicht erwähnen, sonst wäre dieses Video hier kein ehrliches Video. Kommen wir aber zunächst zu den ganzen positiven Dingen und da möchte ich ein paar vor allem als erstes nennen. Punkt 1 wäre da die Grafik und die allgemeine Präsentation. Klar, wir haben es hier mit dem guten alten DS-Look zu tun, der heute vielleicht keine Preise mehr gewinnt, aber für ein Spiel von 2007 kann sich das hier schon ganz gut sehen lassen. Vor allem die PC-Version, welche grafisch nochmal deutlich schöner ist, sieht in meinen Augen auch heutzutage noch wirklich hübsch aus. Natürlich baut das Spiel auch auf seinen Vorgängern auf und entwickelt die Grafik weiter, verwendet auch einige Animationen wieder, also es wird ein bisschen Recycling betrieben, aber das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, macht ja auch eigentlich nur Sinn. Besonders sind in diesem Spiel aber auf jeden Fall die Zwischensequenzen. Während Teil 2 da ja noch auf In-Engine-Sequenzen gesetzt hat, die als Resultat meist ziemlich merkwürdig aussahen, verwendet die komplette Saga einen Mix aus Zeichentrick und Animation, würde ich sagen. Das ist wohlgemerkt nur in der DS-Version der Fall. In den anderen Versionen gibt es ganz normale Filmsequenzen. Ehrlich gesagt fand ich diesen Stil als Kind immer sehr, naja, gewöhnungsbedürftig, weil er halt eben anders war. Aber heutzutage mag ich den Stil. Er ist ganz cute und man kann trotzdem noch die wichtigsten Informationen daraus ziehen, auch wenn die natürlich Lego-typisch manchmal ein bisschen freier erzählt sind als im Film. Punkt 2 ist dann das Gameplay, welches natürlich auf den beiden Vorgängern fußt, aber an einigen Stellen um sinnvolle Erweiterungen ergänzt wurde. Dazu aber dann später mehr, wenn wir uns über die Level unterhalten. Und Punkt 3 ist die Musik. Während es im Vorgänger noch eigens komponierte Melodien auf Grundlage des Original-Soundtracks gab, haben wir in diesem Spiel, naja, den Original-Soundtrack. Das ist auch der Grund, warum ich euch in diesem Video diese Musik nicht einblenden kann, weil mich ansonsten Disneys Ninjas sofort aufspüren und töten werden. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch wieder ein bisschen Musik aus dem zweiten Spiel, weil warum eigentlich nicht? Und Punkt 4 sind dann die Level sowie der allgemeine Content des Spiels. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mir nicht ganz sicher, was ich von diesem Spiel erwarten sollte. Wird es eine Art Remaster von LEGO Star Wars 1 und 2? Sind es einfach die gleichen Level mit ein paar Änderungen?
Änderungen? Wo sind vielleicht Parallelen und wo sind Unterschiede? Und wie viele Alleinstellungsmerkmale wird diese Software eigentlich haben? Nun, ich würde sagen, man kann das Ganze folgendermaßen zusammenfassen. Die Level in diesem Spiel folgen alle den Thematiken, die auch in den vorherigen Spielen abgearbeitet wurden. Aber es handelt sich bei den Leveln nicht um irgendwie die gleichen Level, auch keine Remakes oder sowas, sondern es sind alles komplett neue Level, die nur eben die gleichen Themen aufarbeiten. Das werdet ihr auch in diesem Video wahrscheinlich sehen. Allerdings gibt es auch neue Ideen. So wurden zum Beispiel einige Level, die im Vorgänger mehrere Level waren, zu einem längeren zusammengefasst. Das betrifft beispielsweise das Bespin-Level, welches man hier nicht nur in der Story von Leia, Lando und Chewie erlebt, sondern auch Luke und Vaders Story ist in dem Level mit drin. Es ist also nicht geteilt wie beim zweiten Teil, sondern in einem Level. Insgesamt kann man sagen, dass die Level deutlich länger und umfangreicher sind als noch in Teil 2. Und das ist natürlich ziemlich cool, führt aber auch dazu, dass wir uns heute ein bisschen beeilen müssen, wenn wir über die Level sprechen, weil sonst wird dieses Video einfach eine Stunde lang und das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber apropos Level und apropos Zeit, wir sollten mal anfangen, über die Level zu sprechen, also würde ich sagen, hüpfen wir direkt rein. Episode 1, los geht's. Allein das erste Level dieses Spiels überzeugt auf ganzer Linie, während das Level 1 von Teil 2 ja einfach lame war. Wir sehen hier viel interessanteres Level-Design und auch einige Elemente kommen zurück, die aber weitergesponnen werden. So gibt es beispielsweise die Droiden-Konsolen wieder, die allerdings durch Minispiele erweitert wurden, um dann optionale Tore zu öffnen. Außerdem gibt es in den Leveln insgesamt viel mehr zu tun und auch mehr Objekte zu sammeln. Denn neben den 10 Minikits, die wir ja schon kennen, gibt es pro Level auch 3 Obstkörbe, aus welchem Grund auch immer, einen roten Stein und 3 goldene Steine. Davon gibt es einen für den Abschluss des Levels im Story Mode, einen für das Erreichen des Variety-Status und noch einen, wenn man alle Minikits des Levels findet. Die roten Steine gab es im Vorgänger ja noch nicht, sie schalten die Extras und Bonus-Touchscreen-Spiele frei und Spoiler Alert, die werden auch in LEGO Star Wars 3 wieder auftreten. Das zweite Level des Spiels war leider sehr lame, weil es an sich keine große Abwechslung bietet und von der Thematik und von der Optik her praktisch identisch aussieht wie das vierte Level. Das fand ich ein bisschen schade, fand ich ein bisschen enttäuscht. Deswegen machen wir einfach mit dem dritten Level direkt weiter, weil zu Theed und dem Palast von Naboo kann ich jetzt nicht viel sagen. Die Level waren leider wirklich nichts Besonderes. Ganz im Gegenteil dazu steht aber eben Level 3. Denn auch in dieser kompletten Saga gibt es wieder Top-Down-Fluglevel. Der Gedanke dahinter wird wahrscheinlich gewesen sein, dass der DS rein leistungstechnisch keine vollen 3D-Level mit was weiß ich wie vielen Sternjägern, Explosionen und anderem Zeug hätte darstellen können. Aber seltsamerweise hat man sich bei diesem Spiel tatsächlich daran erinnert, dass man es für den DS entwickelt. Und naja, wofür steht DS unter anderem? Richtig, Dual Screen. Und deswegen erstrecken sich diese Level auch über, naja, beide Bildschirme. Hier im Gameplay sieht das wahrscheinlich super merkwürdig aus, weil die Lücke zwischen den Displays in der Aufnahme natürlich nicht zu sehen ist, aber glaubt mir, auf dem richtigen DS sieht das längst nicht so komisch aus. Das Podracer-Level hat mir trotzdem dank seiner etwas ungewohnten Perspektive anfangs einige Nerven geraubt, aber nach einer Weile war ich drin und es kam wirklich ein super Geschwindigkeitsgefühl auf, von daher kriegt das Level von mir einen Daumen hoch. Im finalen Level kämpfen wir gegen Maul und hier musste ich leider meinen größten Kritikpunkt am Spiel äußern und das bezieht sich auf die Bosskämpfe. Es tut mir leid, aber die sind leider alle echt verdammt langweilig und repetitiv. Heißt, immer wieder wiederholen sich die gleichen Inhalte. Bei Maul ist das folgendermaßen. Am Anfang muss man erst einmal die Blasterschüsse der Kampfdroiden mit dem richtigen Timing reflektieren, woraufhin Maul Objekte mit der Macht Richtung Qui-Gon Jinn und Obi-Wan schmeißt. Diese schicken die dann wieder zurück. Soweit, so gut. Aber dann rennt Maul plötzlich weg. Man verfolgt ihn, hat plötzlich eine Jump-and-Run-Passage, die komplett den Flow aus dem Kampf nimmt, legt sich dann mit Kampfdroiden an, während Maul im Hintergrund einfach nur passiv rumsteht und gar nichts macht. Dann aktiviert man 4-mal die gleichen Hebel ohne irgendeinen Twist und dann ist das Level immer noch nicht geschafft, weil Maul anstatt zu kämpfen lieber durch die Gegend hüpft und wieder mit Sachen um sich schmeißt. Und sorry, aber bei aller Liebe und bei aller Nostalgie meinetwegen auch, das ist halt kein gut designter Bosskampf. Es ist einfach super nervig, immer nur hinterher zu rennen und immer die gleichen Sachen zu machen. Der Flow ist da einfach überhaupt nicht vorhanden und leider trifft das auf praktisch alle Bosskämpfe im Spiel mehr oder weniger zu. Das Einzige, was ich an den Bosskämpfen positiv anmerken kann, ist, dass die Entwickler den Lichtschwertkampf deutlich verbessert haben. Mag's kaum glauben, aber die Teile können jetzt andere Lichtschwerthiebe blocken, sodass tatsächlich etwas mehr Taktik in die Kämpfe kommt. Es bringt nur leider nichts, wenn die Gegner immer einfach wegrennen, anstatt zu kämpfen.
Naja, es ist leider generell ein Merkmal der alten Lego Star Wars Spiele, dass Gameplay-Elemente in einem Level immer und immer und immer wieder verwendet werden, um die Spielzeit zu strecken, damit das Game nicht so schnell vorbei ist. Und das ist leider bei der kompletten Saga auch nicht anders. Episode 2. Von den 6 originalen Filmen wohl der, den ich am wenigsten mag, und daran ändert dieses Spiel leider auch nicht so viel. Das liegt vor allem an der mangelnden Abwechslung. Alle Level bis auf 1 spielen nur auf Geonosis und das finde ich einfach sehr schade. Warum gibt es kein Level mit Anakin im Tuskendorf oder die Verfolgung von Sam Wessel auf Coruscant oder das Asteroidenfeld mit Obi-Wan und Jango? So sind wir nur mit Obi-Wan einmal kurz auf Kamino, konfrontieren dort Jango und dann geht's halt auch ab in die Wüste. Dabei ist mir aber ein schönes Detail aufgefallen, was ich wirklich ganz nett fand, und zwar hat Padme ja in der Druidenfabrik schon ihr weißes Outfit an, genau wie in der Arena, aber erst in der Arena ist auf ihrem Skin praktisch dann dieser Kratzer drauf, der ihr von dem einen Monster in der Arena zugefügt wird. Da hatten die Entwickler wirklich ein Auge fürs Detail, das muss ich loben. Dafür ist eine andere Sache falsch, und zwar hat Anakin in der Druidenfabrik aus irgendeinem Grund schon das grüne Lichtschwert, welches er ja eigentlich erst in der Arena bekommt. Und apropos Arena, das Jedi-Schlachtlevel, das dort stattfindet, ist leider auch sehr repetitiv, denn man muss, um seine Freunde zu befreien, dreimal die gleichen Sachen machen, und zwar folgendes. Anakin, Obi-Wan und Padme sind an diese Säulen gebunden, die wir jeweils mit Hilfe dieser Hebel hier etwas nach unten fahren können. Jedes Mal, wenn wir die Hebel betätigt haben, spawnen aber erstmal ein paar Gegner. Die müssen wir dann besiegen. Dann können wir die Hebel nochmal umlegen, woraufhin die Säule wieder ein Stückchen herunterfährt. Dann kommen nochmal Gegner, die müssen wir wieder besiegen. Und dann können wir unsere Freunde mit Hilfe der Macht befreien. Naja, und das machen wir halt dreimal und wirklich viel spannender wird es halt leider auch nicht. Es ist halt leider einfach klassisch Spielzeitstreckung, da hätte man sich irgendwas anderes noch überlegen können. Sehr cool ist aber, dass wir in diesem Level mit Mace Windu spielen können, weil das geht sonst im Spiel so nicht, außer im freien Spiel natürlich. Auch das Kanonenboot-Level im Anschluss war dann wirklich sehr nice. Das Konzept, dass es je ein Bonus-Mini-Kit gibt, wenn man die drei Wellen jeweils ohne Zerstörung überlebt, fügt effektiv Spannung hinzu. Und naja, ich muss ganz ehrlich sagen, das Kanonenboot ist eins meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge im gesamten Star Wars Universum, also ist das Level ja schon fast wie für mich gemacht. Das Duell mit Dooku ist dann vermutlich mein liebstes im Spiel und das, obwohl ich es in der Filmvorlage immer eher enttäuschend fand. An sich ist hier am Anfang nicht viel Besonderes los. Count Dooku rennt vor uns weg, natürlich, wir verfolgen ihn und dann schmeißt er selbstverständlich wieder mit irgendwelchem Zeug um sich. Der Twist kommt aber an dem Punkt, an dem Meister Yoda die Szene betritt und wir mit ihm die Machtblitze des Count zurücksteuern müssen. Das ist eine super coole Idee und generell ist das Gameplay mit Yoda natürlich einfach witzig, weil er ja eigentlich unglaublich langsam ist, außer wenn er kämpft. Denn dann springt der wie ein bekloppter Flummi durch die Gegend und das ist halt einfach lustig. Episode 3 hat meiner Meinung nach zumindest die beste Eröffnungssequenz eines Star Wars Films und natürlich wurde die Schlacht von Coruscant auch in diesem Spiel hier verarbeitet. Das Fluglevel dieser Episode gibt es also gleich zum Start und ich fand wirklich, dass hier ein Schlachtfeeling aufkommt. Etwas schade fand ich es nur dann, dass alles, was auf der unsichtbaren Hand von General Grievous passiert, nicht spielbar ist, also weder der Kampf gegen Dooku noch die Schlacht vom Schiff, nichts dergleichen. Etwas schade. Aber hey, dafür ist Level 2 dann direkt der Kampf gegen General Grievous auf Utapau. Hier sehen wir wieder die typischen Bosskampfprobleme, leider. Aber was cool ist, Commander Cody unterstützt uns beim Kampf. Aber Moment mal, das ist eigentlich hier falsch gelaufen. Obi-Wan hat sein Episode 2 Outfit mit samt längeren Haaren, obwohl es ihn auch als Episode 3 Figur gibt, die wir nicht nur nach dem Level freischalten, sondern die auch in den Zwischensequenzen korrekt dargestellt wird. Also irgendwas ist da ein bisschen falsch gelaufen bei der Figur. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie das niemandem aufgefallen ist. Danach geht's auf nach Kashyyyk und gemeinsam mit dem todeslangsamen Yoda und Chewbacca schnetzeln wir uns durch die Gegner. Das Level zeigt ziemlich klar, dass ein Level voller Bäume nicht so grausig laggen muss wie im Vorgänger und zwischendurch sind wir dann sogar noch am Strand unterwegs für die Abwechslung und leiten Yoda zu seinem Raumschiff. Also, wenn man das Ding hier so nennen möchte. Das nächste Level greift eine gelöschte Szene aus Episode 3 als Ausgangspunkt auf. Mit Obi-Wan und Yoda sind wir nämlich vor dem Jedi-Tempel unterwegs, wo sich Klonkrieger als Imposter-Jedi ausgeben wollen. Das Setting des Jedi-Tempels ist super cool und es ist irgendwie sehr interessant, diesen Ort mal erkunden zu können, aber spielerisch besonders ist in diesem Level leider auch nichts. Kommen wir also zum letzten Level, was natürlich das Duell zwischen Anakin und Obi-Wan auf Mustafar ist. Und Plot-Twist? Das ist plötzlich ein Koop-Level. Ohne Witz, zwischendurch müssten die beiden Duellanten zusammenarbeiten, um den heißen Fluten von Mustafar zu entkommen. Gut,
Am Ende schafft das bekanntermaßen nur einer von den beiden, aber ich will hier jetzt nicht spoilern. Der Kampf auf der auseinanderbrechenden Felsformation am Ende war zwar ein bisschen nervig, denn bei jedem Runterfallen des Spielers erhält Anakin seine volle Herzanzahl wieder, also kann sich der Kampf durchaus mal in die Länge ziehen, aber sonst habe ich da eigentlich nichts dran auszusetzen. So, und das waren die Prequels. Ich habe natürlich jetzt keinen Vergleich zum originalen Lego Star Wars Videospiel von 2005, vielleicht sollten wir uns das nochmal in einem Video angucken, aber auf Grundlage von der kompletten Saga würde ich jetzt sagen, dass ich die Welten hier so bewerten würde wie die Prequels insgesamt. Episode 2 finde ich am schlechtesten, Episode 1 ist grundsolide, Episode 3 ist klar am besten. Bevor wir aber nun zur klassischen Trilogie kommen, müssen wir uns unbedingt die Mos Eisley-Kantine anschauen. Und zu ihr kann ich praktisch dasselbe sagen wie beim letzten Mal. Sie ist der ideale Ausgangspunkt für ein solches Spiel und halt auch einfach krass ikonisch. In diesem Teil fühlt sie sich nochmal um einiges lebendiger an, weil sie einerseits noch mehr Räume und andererseits sogar einen kleinen Außenbereich beinhaltet. Links und rechts vom Startpunkt befinden sich die Räume der Episoden. In der Mitte wartet die Theke auf uns. Dort können wir Charaktere, Extras und Tipps kaufen sowie den Multiplayer-Modus starten. Wie letztes Mal gilt hier leider, weil ich nur einen funktionierenden DS habe, kann ich davon leider nichts zeigen. Deswegen gebe ich mal die Frage an euch weiter. Wie war dieser Multiplayer-Modus? Hat der Spaß gemacht? War der gut? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil den zweiten Teil fand ich persönlich ja ziemlich cool damals. Aber nochmal zurück zu den Charakteren. Wenn ich mich nicht verzählt habe, gibt es 67 Stück. Das sind zwar fast 100 weniger als in der Konsolenfassung, aber trotzdem fast doppelt so viele wie in Teil 2, denn da waren es ja 36. Die doppelte Menge liegt natürlich daran, dass wir auch doppelt so viele Filme haben. Ist klar. In einem anderen Raum können wir uns all die Mini-Builds anschauen, die wir durch das Sammeln der Mini-Kits freigeschaltet haben. Selbstverständlich habe ich die alle komplett legal freigespielt und keinen Cheatcode benutzt. Ich meine, wer würde das denn machen? Nicht zu vergessen sei auch der Charaktereditor, den ich zwar weniger leicht zu bedienen finde als in Teil 2, der aber aufgrund der viel größeren Charaktermenge natürlich noch viel mehr Stuff zum Zusammensetzen bietet. Zum Beispiel kann man da so eine Kreatur erschaffen. Dann gibt es noch die Minispiele bzw. Touchscreen-Herausforderungen, die ich vorhin angesprochen habe. Diese Minispiele sind mal nur ganz okay, wie dieses hier, bei dem man die Blasterschüsse des Trainingsdruiden reflektieren muss, mal ganz nett, wie bei diesem Game, wo man mit Obi-Wan Kamino finden muss und manchmal kommt eine richtige Highscore-Jagd auf. Ich bin mir persönlich sehr sicher, dass ich als Kind auf langen Autofahrten Stunden im Grievous-Minispiel versenkt hätte, so wie ich es auch bei den Minispielen in Lego Star Wars 3 gemacht habe und ich finde es einfach cool, dass es die Minigames gibt, weil im zweiten Teil war davon ja keine Spur. Leider gibt es, nach allem, was ich herausfinde, finden konnte, in der DS-Version weder Indiana Jones als freischaltbaren Charakter noch Lego City bzw. New City als freischaltbare Map. Finde ich ein bisschen schade. Falls ich da was in der Recherche übersehen habe, lasst es mich gerne wissen. Aber eigentlich habe ich ja mit der Cheatcodes auch alles freigeschaltet und die beiden Sachen trotzdem nicht gefunden. Verdammt, jetzt habe ich zugegeben, dass ich einen Cheatcode benutzt habe. Und wisst ihr, wenn ich mir die Kantina hier so anschaue, kann ich nicht anders, als es doch etwas schade zu finden, dass es so eine Art von Hubworld in The Skywalker Saga gar nicht mehr gibt. Klar, der offenere Ansatz dort ist auch sehr nice, aber irgendwie ist die Kantina einfach so nostalgisch. Und ich vermisse sie. Oder was meint ihr? Wie geht's euch damit? Vermisst ihr auch die Kantina? Schreibt's mir gerne mal unten rein. Aber nun wird's Zeit für die klassische Trilogie. Verschwenden wir keine weitere Zeit und gehen rein. Episode 4 startet wenig überraschend mit dem Blockadebrecher. Was aber überraschend ist, ist, dass wir sofort Darth Vader konfrontieren. Naja gut, zumindest kurzzeitig, bevor dann irgendwie was auf dem Herd vergessen hat und wieder los muss. Mit Captain Antilles an ihrer Seite kämpft sich Leia durch die Horden an Sturmtrupplern, um am Ende erfolgreich die Pläne in R2-D2 zu verstecken. Aber Moment mal, was ist das denn? Ein Schieberätsel? Ja, die gibt's auch in diesem Spiel wieder und die gibt's auch in den Prequel-Levels. Und leider ist der größte Kritikpunkt, den ich bei denen beim letzten Mal hatte, auch wieder hier. Und zwar schiebt man jedes Mal einfach nur Blöcke von A nach B, ohne irgendeine wirkliche Challenge. Es ist also eigentlich kein Rätsel, sondern einfach nur ein Schieb. Das klingt aber langweilig. Warum diese Schiebs also immer noch so präsent sind, obwohl sie ziemlich langweilig sind, weiß ich nicht. Ich bin nur sehr froh, dass die Skywalker-Saga da dann irgendwann mit aufgehört hat. In Level 2 geht's mit Luke und Ben Kenobi durch die Wüste von Tatooine, die aufgrund der Zäune und des hohen Grases irgendwie ein wilder Westen-Vibe versprüht. Sehr cool fand ich, dass wir zwischendurch einen Sandcrawler erklimmen, um dann im Inneren R2 und 3PO zu befreien. Das hat zwar gar nichts mehr mit der Filmvorlage zu tun, aber ey, ist das First Gameplay wirklich cool. Das Level endet in Bens Haus, wo er Luke das Lichtschwert seines Vaters übergibt und folgerichtig bekommt Mos Eisley dann sein eigenes Level. War das nötig? Nicht unbedingt, aber so ist es halt. In Mos Eisley passiert auch nicht wirklich was Spannendes. Der imperiale Spion entdeckt uns,
ruft Sturmtruppler heran. Wir verfolgen ihn, er läuft weg und naja, es ist praktisch ein Bosskampf auf Wish bestellt. Am Ende schaffen wir es aber natürlich zum Falken und es geht auf in Level 4. Die Flucht vom Todesstern. Ja, der Name kommt euch vielleicht aus dem zweiten Teil bekannt vor. Auch das Level ähnelt dem Ganzen doch recht stark, bis auf diese Stelle hier. Denn hier müssen wir mit Han und Luke im Vordergrund Sturmtruppler im Hintergrund wegtöten, damit Ben Kenobi den Traktorstrahl deaktivieren kann. Klar, das ist nur eine kleine Idee, aber auch nette, wie ich finde, und bringt eine ganz gute Abwechslung rein. Cool finde ich auch, dass Han und Luke unterschiedliche Posen in den Rüstungen machen. Han ist gewohnt lässig und Luke sehr angespannt und steht stramm da wie ein echter Soldat. Schönes Detail. Am Ende des Levels kämpfen Ben und Vader offscreen, während wir die Flucht vorbereiten. Klingt komisch, ist aber so, denn das Duell von denen kann man wirklich nicht sehen, sondern nur hören. Fand ich durchaus ein bisschen sonderbar. Das letzte Level schickt uns dann zum Angriff auf den Todesstern mit dem bereits etablierten Fluglevel-Konzept. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen, außer BUM. Episode 5 hat gleich zwei Fluglevel und das erste ist, wie könnte es anders sein, die Schlacht von Hoth. Und ich gebe zu, ich habe mich hier zunächst etwas dumm angestellt, weil die Formulierung "verwende deinen Daumen, um dein Fahrzeug um das Ziel zu steuern" für mich nicht eindeutig genug gezeigt hat, dass ich was auf dem Touchscreen wischen muss, weil, naja, das Steuerkreuz bediene ich ja auch mit dem Daumen. Egal, irgendwann habe ich es dann dank eines Forenbeitrags von 2008 auch gerafft und das Level konnte beendet werden. Wie ihr euch vielleicht schon denken konntet, geht es danach in die Echo-Basis, in der es zwar wieder Schieberätsel gibt, aber dieses Mal mit einem Twist. Wir verschieben nämlich nicht einfach nur random Blöcke, sondern Heizstrahler, die uns die vereisten Türen auftauen. Schaut mal, es geht doch. Man kann interessante Ideen einbauen. Nice. Der Flug des Falken kommt als nächstes. Was für ein schöner Name für ein Level und was für ein schöner Soundtrack. Dieses Level ähnelt dem aus Teil 2 schon sehr, aber der Twist ist, dass wir die Asteroiden brutal kaputt ballern können. Macht Spaß. Okay. Die attackierenden TIE-Jäger geben uns Torpedos, die wir zum Weiterkommen brauchen und das war's auch schon. Dieses Level ging irgendwie sehr schnell vorbei. Es gab den Canyon nicht. Es gab auch keinen Wurm. Irgendwie etwas komisch, wie schnell das ging. Dafür bekommen wir mit dem nächsten Level einen Ort, den wir im zweiten Teil überhaupt nicht gesehen haben. Und zwar geht es nach Dagobah. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum wir das im zweiten Teil nicht gesehen haben. Denn mit Yoda zu trainieren und dann sogar gegen Darth Vader anzutreten, ist doch schon sehr cool. Außerdem ist das ganze Level irgendwie so düster und, naja, wie soll ich sagen, sumpfig halt, weil es gemeinsam mit der Musik und den Geräuschen der Natur eine schaurige Atmosphäre erzeugt. Schaurig war auch die Wolkenstadt in Lego Star Wars 2, nicht so hier. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, in diesem Level wechseln wir zwischendurch von Leias, Landos und Chewies Perspektive rüber zu der von Luke. Und apropos Luke, hier haben wir leider wieder einen unnötig nervigen Bosskampf gegen Darth Vader. Folgendes ist hier nämlich Phase. Vader steht hinten auf einer Plattform herum und wird von Sturmtrupplern flankiert. Wir müssen jetzt mit R2-D2 rüberfliegen, was die Truppler aus irgendeinem Grund absolut nicht interessiert. Dann müssen wir die Luke mithilfe der Konsolen schließen, dadurch sterben die Sturmtruppler, wir fliegen zurück, damit wir auf Luke wechseln können. Luke kann dann Vaders Wurfmittel zurücklenken, dann kommt Vader rüber, wir hauen ihm eins auf die Schnauze und der Kreis beginnt von vorne. Naja, und das passiert natürlich auch nicht einmal und nicht zweimal, sondern direkt dreimal. Es tut mir leid, aber das ist halt einfach gestreckt. Da kann man auch nichts anderes sagen und das wird auch beim dritten Mal nicht interessanter. Am Ende wechseln wir nochmal zu Leia und Co., um Luke einzusammeln und das wäre dann dieser Film. Episode 6 wurde ja beim letzten Mal auf grausamste Art und Weise massakriert und all seiner Wunder beraubt. Und deswegen bin ich unfassbar zufrieden, dass ich sagen kann, dass das in diesem Spiel hier anders ist. Sie haben Episode 6 vernünftig umgesetzt und ich bin sehr dankbar. Also, danke. Zunächst mal. Jabba's Palast sieht tatsächlich aus wie Jabba's Palast und hat mit diesen Röhren, aus denen die Gamorreaner-Wachen herausfallen, auch ein sehr interessantes Element. Falls eure Eltern mal wieder sagen, dass ihr auf YouTube nichts lernt, sagt ihnen einfach, dass ihr heute gelernt habt, wie die Wachen von Jabba the Hutt heißen. Mit Luke an ihrer Seite befreien Leia und Chewie Han Solo. Gut. So halb, ihr kennt ja die Story. Das grausam schlechte Grube von Kakun-Level aus Teil 2 haben die Entwickler scheinbar selber so sehr gehasst, dass sie es kurzerhand ermordet und in das Jabba's Palast-Level integriert haben. Wir springen also von Sandskiff zu Sandskiff und erklimmen mit purem Jump-and-Run-Skill auch die Segelbarke von Jabba. Das epische Duell mit Boba Fett bleibt dieses Mal leider aus. Sehr schade.
Auch Episode 6 hat zwei Fluglevel und das erste behandelt da mal ganz fix die Speederjagd. Hier fand ich es gar nicht mal so leicht, den ganzen Bäumen auszuweichen, aber vielleicht habe ich mich doch einfach ein bisschen doof angestellt. Sonst passiert in dem Level eigentlich nicht so viel. Wenn ihr mein Lego Star Wars 2 Video gesehen habt, dann graut es euch vielleicht vor dem, was dann als nächstes kam nach diesem Level. Aber auch hier kann ich zu meiner absoluten Begeisterung sagen, das Ewok-Level ist nicht Müll. Tatsächlich ist es sogar ziemlich gut. Mit Wicket können wir hier von Anfang an einen Ewok spielen und er hat dieses Mal sogar eine Steinschleuder als Waffe dabei, was ich ziemlich cool finde. So schießen wir uns unseren Weg durch das Ewok-Dorf und erobern auch den Bunker und machen unseren Freunden im Weltall somit den Weg für den Todessternangriff frei. Aber bevor wir dazu kommen, muss erstmal der Imperator sterben. Also, Spoilerwarnung, ne? Aber der stirbt jetzt halt. Leider ist auch der letzte Bosskampf im Spiel von den üblichen Problemen betroffen, wenn auch nicht ganz so stark. Während einer unserer Charaktere von Palpatines Blitzen festgehalten wird, kann der andere den Imperator mit dem Lichtschwert attackieren. Nach ein paar Treffern rennt Palpatine dann aber erstmal weg. Ich wusste gar nicht, dass der Thronsaal so groß ist. Vielleicht erklärt das ja den random neu gespawnten Raum in Episode 9. Wobei, nee. Diesen Quatsch kann wirklich nichts erklären. Egal, wir rennen dem Senat also hinterher, wiederholen das Konzept vom Anfang und dann ist er auch schon tot. Es ist schon etwas schade, dass es bei seinen Angriffsmustern gar keine Variation gibt und der Kampf damit auch ziemlich schnell ein Ende findet, aber das war dann wohl Palpatine. Das letzte Level ist dann die Raumschlacht über dem Waldmond von Endor. Wir schalten zunächst Sternzerstörer mit Hilfe von Torpedos aus und bahnen uns dann unseren Weg durch das Innere der Kampfstation. Nach der Zerstörung des Kerns müssen wir dann schnell fliehen und schnell ist das Stichwort, denn allzu viel Zeit haben wir hier tatsächlich nicht. Und das war dann das letzte Level des Spiels. Kommen wir also mal zum Fazit. Ich denke, dieses Video hier hat einen ganz guten Einblick darin gegeben, warum man jederzeit dieses Spiel zocken sollte. Anstatt diesem hier. Ja, und das muss ich trotz Nostalgie einfach sagen. Klar, kein Spiel ist perfekt und da ist die komplette Saga keine Ausnahme, aber ich muss trotzdem sagen, dass diese Erfahrung ein absolut nostalgischer Trip in die Vergangenheit war und das, obwohl ich ja selbst gar keine Kindheitserinnerungen mit diesem Spiel habe. Ich kann es aber jetzt zu 100% nachvollziehen, wenn ihr mit diesem Spiel super viele Kindheitserinnerungen verbindet oder tut ihr das etwa doch nicht? Schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Spiel unten in die Kommentare rein und lasst mich auch gerne wissen, ob wir uns noch weitere Lego Star Wars Spiele anschauen sollen. Ich habe da schon so eine kleine Vermutung, welches Stück Software wir möglicherweise als nächstes angucken werden. Ansonsten danke ich euch sehr fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.